So, Hallöchen, wir sind wieder zurück. Ihr seht es auch schon, ich musste meinen leichten Überwurf etwas entleichten, weil der war einfach zum Sitzen. Das ist einfach unbequem wie Hölle. Ihr seht, mein Wembes hier habe ich noch an. Ja. Bei uns sagt man Wembes hier. Wembes, ja. Also den noch leichteren Überwurf habe ich noch an, den Wams. So heißt das, glaube ich, mittelalterdeutsch, ne? Ja. Den Wams. Und wir haben noch mal was angepasst. Also erstmal ist uns der Michi ja zwischen den Fingern verronnen. Und bei DSA ist mal schnell wen wiedererwecken, wie bei Bart's Tale, nicht ganz so einfach. Und wir haben von hinten durch die Brust ins Auge hat irgendwie das Spiel auch sabotiert, ihn kurz mal wieder austauschen. Das geht so nicht. So, wir haben daraufhin gesagt, was ein Mist. Haben dann gesagt, okay, wir müssen ihn neu erstellen. Und haben dann mal gedacht, naja, der ist ja direkt abgenippelt. Macht das überhaupt Sinn mit so einem Streuner? Und haben dann mal jemanden Kluges gefragt, den Herr i.net. Der hat gesagt, nee, Streuner macht überhaupt keinen Sinn. Außer du willst dauernd Taschendiebstahl machen, was wir sowieso nicht gemacht hätten. Macht auf jeden Fall einen Zwerg, weil der kann eigentlich auch alles, wie Falschen schätzen, Türen öffnen und so. Aber der kann schwere Panzer und Echse. Ja. Wo wir dann saßen und sagten so, gute Idee. Und weil wir dann gerade sowieso schon gelesen haben, was Sinn macht, da stand halt dabei, Druiden machen eigentlich keinen Sinn bei diesem Spiel. Was wir auch schon nach dem ersten Kampf festgestellt haben. Irgendwie macht das... Im zweiten Kampf. Genau. Ja. Also das macht, der steht ja nur rum. Ja. So. Und dann haben wir mal nachgelesen, haben festgestellt, heilen können auch andere. Und daraufhin ist der Jan jetzt kein Druide mehr, sondern eine Ölfe. Ja. Eine süße kleine Ölfe. Ein Ölf, ein Au-Ölf. Ja. Ja, ein Au-Elf mit Bogen. Also der Michi, fett gepanzert, fette Axt. Der Jan, Bogen. Und der Rest ist so geblieben. Da haben wir und nichts verändert. Charakter austauschen ging auch nicht, nee. Weil das irgendwie auch im Spielstand alles gespeichert ist. Also mussten wir quasi von vorne beginnen. Ja. Und haben jetzt das Ganze ausrüsten und so weiter. Das haben wir jetzt mal gerade schon mal gemacht. Und gehen jetzt quasi frisch in das erste Mal in den Dungeon rein. Und die totale Überraschung. Bis auf die zwei Kämpfe, die mindestens der zweite völlig aus dem Ruder gelaufen sind. War ja jetzt auch nichts Großartiges. Genau. Also dann können wir jetzt mal... So, und damit wir... Also wir haben uns beiden eben tief in die Augen geguckt und haben gesagt, irgendwie ist es blöd, wenn wir da und abnippeln. Und gefühlt tun wir das immer. Es gibt natürlich für uns hier die Möglichkeit, nochmal einen... Wie sagt der denn? Safe State. Anzulegen im Rahmen des Emulators. Das werden wir dann auch tun im Dungeon, damit wir also einen gewissen Fortschritt... Ja, Spiele sollen schwer sein und so weiter, aber wenn wir dauernd abnippeln, macht es ja auch keinen Spaß zuzugucken. Also es macht natürlich auch keinen Spaß zuzugucken, wenn wir übermächtig sind, aber... Es soll so jetzt auch irgendwie... Bist hier, du musst den Zunderkasten benutzen. Der Zunderkasten muss benutzt werden. Wir haben jetzt auch mal zwei Öl. Ja, genau. Hurricane entzündet die Laterne. Und jetzt hast du auch eine leere Flasche da. Nee, doch. Doch, das braune. Okay, da leere jetzt Flasche. Ist es aber so. Aha. Ja, sie war vorher klein und rund, jetzt ist sie groß und schlank. Du musst halt auch mal mitmachen, Dennis. Ja. So geht nicht. Genau. Okay. So, such uns mal einen Kampf. Hier haben wir gelernt, wir müssen auch in die Ecken gucken. Da. So, hier war doch die Opferschrein, den wir nicht plündern wollen. Und hier war der erste Kampf. Ja. Da ist er. So, so. Du möchtest gerne einen Safe State speichern, habe ich gehört. Ja. Sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht cheaten, aber wir wollen jetzt auch nicht alles wieder ganz von vorne machen. So geil ist es dann doch nicht, wenn du die ganze Zeit am Einkaufen bist. Ja. Achso, es gibt Leute, die ja gerne einkaufen. Eine nette Anekdote am Rande. Wir waren eben wieder in dem Zeughaus und der Dennis musste natürlich mit dem so lange rumfeilschen, bis es einfach, es ging einfach nicht. Der wurde stinkesauer und hat es rausgeschmissen. Also wir haben da nicht alles eingekauft, aber wir wollten es so. Zählst du gerade? Ich gehe jetzt einfach mal. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Da wolltest du hin. Das sieht aber komisch aus. Das sieht aber komisch aus. Ich würde in dem Kampf nicht zaubern. Abwarten. Ja. Tee trinken. So. Bewegen. Draufkloppen.
Dahin? Mhm. Aggressiv. Langsam habe ich mich ja eingegroovt, wie das hier geht. So, dann haben wir... einen hoch, zwei runter. Einen hoch, zwei runter. Du möchtest, dass wir da angreifen können. Da würde ich vorschlagen. Oder? Ich würde jetzt ihn wegbogenen. Bogenen wir ihn weg. Schlag. Vier Schaden. Sehr gut. So, der knüppelt drauf rum. So, der Lukas läuft dem anderen entgegen. Und zwar würde ich sagen nach hier. Ja, und zwei hoch und genau da, ja. Dass er da auch bleibt. Ja, weil dann kannst du den, ich weiß nicht, welcher von beiden Bogenschützen es ist. Kannst du nicht mal abwarten. Genau, da der Jan, den kannst du dann hierhin positionieren. Mhm. Oder? So. Der muss jetzt auch sauweit laufen, aber dann ist es einfach so. Da? Zwei runter würde ich noch Richtung. Achso, du kannst auch da stehen bleiben, ja. So. Weil dann könnt ihr noch angreifen. Ja. So, Angriff. Ja. Sieben Schaden. Sauber. So. Den hast du, der Michi. Diabolik. Hinter den Typen, der bei mir steht, würde ich. Also gerade. Ja, dahin. Da ist ja kein Bogenschützen im Weg. Oh, diese rote Cape. Kann nichts mehr machen. Abwarten. Angriff. Neun Schaden. Angriff. Also Fernkampf ist mächtig hier. Sprüche auch, aber mit den Astralpunkten haben wir halt so ein Problem. Der hat jetzt nicht getroffen. So. Dann draufschlagen. Also es war auch der Grund, wieso ich ja beim Charakterinnerin schon gesagt habe, wir brauchen Bogenschützen. Weil die sind bei DSA unglaublich mächtig. Das ist ein bisschen unbalanced. Vom Spielprinzip her. Jetzt kann man sagen, ja gut, so, im Mittelalter die Langbogenschützen. Der Zwerg haut zum ersten Mal drauf. Ja. Und trifft nix. Die Langbogenschützen im Mittelalter, die britischen Langbogen haben ja auch die französischen Truppen platt gemacht. Bevor die Ritter bei denen waren, waren schon alle um. Also die Schlacht war rum, bevor die aufeinander getroffen sind. Also so unrealistisch ist es nicht, aber für ein Rollenspiel. Bisschen mehr Balance, also wo die alle, sagen wir mal, gleichwertig wichtig sind, ist schon nett. Aber vielleicht wird das noch besser, wenn wir ein bisschen besser können. Jetzt hat er den Zwerg. Ja, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wer da gerade wann Schaden kriegt. Es ist. Du hast Schaden gekriegt. Nee, das war der Lukas. Das war der Lukas? Das ist der Lukas. Ja. Lukas der Silberne. Daneben. Drei Prügeln auf dem Bund. Guck, ne? Hat jetzt der Michi hat jetzt Schaden gekriegt, genau. Ja. Dumm rumstehen ist okay. Angreifen. Sehe schon, wir machen das alles mit den Fernkämpfern. Acht Schaden. Ja, der ist weg. Hinten dran, ja. Stell den zwei nach unten. Ne, da, ja, da. Danke, Dennis, dass du, ja. 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 Mhm. Jetzt kann nämlich der Bogenschütze von oben schießen und mit dem kannst du da hingehen. Und der Zwerg bleibt einfach stehen, würde ich sagen. Ja. Weil dann haben wir zwei Bogenschützen, das macht schon Sinn. Wir machen den jetzt eh um. Oder auch nicht. Der haut ab. Das haut ab. Schieß ihn an! Dass der immer genügend. Ah, er ist stehen geblieben. Ja, dann kommen wir nie hinterher. Die Bogenschützen bleibt. Ja. Mach sichern, ja. Sichern. Oder kriegt er noch. Nee. Wer ist es? Du?
Du kannst dich hinbewegen und draufkloppen. Wenn drauf du magst. Kloppen? Kloppen. Ja, ich würde nicht zaubern. Hinlaufen und draufschlagen. Angriff. Psch. Aggressiv. Psch, psch, psch. Der Magier hat ihn weggeflext. Sehr gut. So, alle Waffen nehmen, das Bier da lassen. Ja. Ja. Und 2 Dukaten. 60 und 60 Abenteuerpunkte. Deswegen sagte ich, wenn du die Leute umbringst, das ist wertvoller, als wenn du sie. Also es klingt halt fies, ist aber so. Ja. Truhe öffnen. Die Dolche nehmen. Ja. Gut. Willst du nicht auch da im Kreis laufen in dem? Ja, das haben wir auch vorhin schon gemacht. So, jetzt werde ich erstmal hier unten rum. Erstmal noch keine Türen öffnen. Dieser Raum ist als Baderaum eingerichtet. Hier kann aufgefangenes Regenwasser erhitzt und in 2 große Wannen geleitet werden. In einer Ecke erkennt ihr einen Donnerbalken. Für die Jugendlichen unter uns, ein Donnerbalken ist ein Klosett. Klosette ist auch schon übertrieben. Also du hast einen Balken, hockst du drauf und ein Loch ist unter dir. Genau. Das Ding heißt das Ding Donnerbalken, das ist schon so. Und die fiese Variante war, wenn die Balken nicht richtig geschliffen waren, hast du nämlich, wie heißt das hochdeutsch, ist eine Schliffer, sagt's bei uns. Splitter. Ein Splitter. Einen Span im Hintern. Denke mal dran, saßen 2 Gestalten auf einem Donnerbalken und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Ja. Ja. Und dann kam der Dritte, setzt sich in die Mitte und sie schrie nach Klopapier. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin gerade immer noch über mich selbst schockiert, über den Satz, den ich gesagt habe. Dann hast du einen Span im Hintern. Ja, wir gehen mal hier in die Tür. Böse, wer Böses denkt. Das habe ich nicht gemeint. Oniswaki Malipons. Bei genauerem Hinsehen entdeckt Draconian eine Geheimtüre in der Wand. Ich habe eine Geheimtüre gefunden. In kurzer Zeit schaffte er es sogar, sie zu öffnen. Ich habe eine Geheimtüre. Ich bin vorne falsch. Ich glaube, der Zwerg, der kann doch, kann der nicht besser. Gehst du mal kurz auf Talente, bitte, bei den beiden. Wir können auch mal heilen. Ja. Nö, wir sind auch gut. Klick mal drauf. Der Lukas hat 5 Schaden. Da, klick mal. Mal heilen. Mach mal Talente. Ich will nur kurz gucken, wer vorne laufen sollte. Nee, du musst auf die Talente. Wie war das bei Sinnschaft? Wo ist es? Sinnschaft gefahren? 4, 5, siehst du? 2, 2 bringen können. Hier, guck da. Der Michi muss vorne. Ja, der Michi muss vorne. Gut, sind eigentlich der Tonic, aber das ist vielleicht noch in nee, der es ersten macht Reihe Sinn. Nicht so. Ja, nee. Lass den genau. Also der Michi muss vor im Dungeon. Haben wir hiermit gelernt. Ja, so ist richtig. Guck mal, wie viele Bewegungspunkte ich habe, bitte. Nicht, dass ich, weil wir jetzt die ganze Zeit Zeug draufgeladen haben. Ja. 8. Nee, ist der Lukas? 7. Ist auch okay. Das ist okay. Ja. Ja. Was wolltest du machen? Talent anwenden? Kann der heilen Krankheit heilen? Er ist doch unser Heiler. Nee, ist er nicht. Mach nochmal Talente. Also, der hat hier heilen 5. 5. Wo ist es? Wo steht's dann? Bei der Mitte. Handwerk. Und Tonic hat auch 5. Ja, okay, dann ist er unser Heiler. Ist ja gut. Habe ich falsch mir gemerkt. Der. Lukas. Na toll. 5 ist übel. Das Fiese ist, bei DSA, wenn man es wirklich auswürfeln muss, weiß man das. Du musst erst die Wunde analysieren. Das kannst du schon machen, indem du den Finger reinsteckst. Das ist der erste Würfelwurf. Und für jede Verwundung, die du hast, hast du Mali. Und die sind so bei 8 oder 9. Okay. Das heißt, mit einem Talentwert von 5 kannst du. Noch nicht so. Dann machst du so. Ah, da ist, glaube ich, eine Wunde. Warte mal, ich öffne sie mal. Ja, der Knochen ist noch ganz.
So ungefähr läuft das. Und dann hast du mal eine echte Wunde und dann sagst du, okay, damit du keine Blutvergiftung hast, musst du jetzt nochmal würfeln. Okay, du regenerierst. Weitergehen? Ja. Achso, hast du gesichert? Nein. Würdest du es nochmal? Deswegen frag dich, weitergehen? Safe State. Du brauchst, glaube ich, nicht immer einen neuen anlegen, wenn wir gut gespielt haben, dann nimmst du aber den gleichen. Gut gespielt. Ist halb durchgenüdelt. Da ist gar nichts. Aber jetzt habe ich doch eine Geheimtür gefunden. Wieso ist da nichts? Sowas. Da finde ich jetzt mal was. Das ritt. Also, wir können da erst nochmal lang gehen. Da ist, glaube ich, Ende Dungeon. Also können wir, glaube ich, hier erstmal hier rein. Die Tür da? Ja. Öffnen. Der Zwerg kann es aufbrechen. Der Zwerg kann es aufbrechen, er hat ein Brecheisen. Aua, das hat Schaden gemacht. Jetzt kommen wir nicht mit Technik. Das hat vor allem überhaupt keinen Nutzwert gehabt. Ja. Braucht Dietriche dafür. Ja. Wissen wir doch. Ja, haben wir nur keine gekauft. Ja, weil die zu teuer waren. Wir hatten nicht mehr genug Kohle. So. Aufbrechen, anders kommst du nicht rein. Vorrahmen hat keiner. Vorrahmen kannst du auch machen. Ja, doch, wer hatte? Hurricane, probier's. Ich weiß nicht, wer es hat. Nee. Aufschlagen. Das war die Abkürzung. Hätten wir gar nicht gemusst. Na super. Eins weiter und nach oben. Gut, ich ja. Langsam sind die gut belastet hier, der Lukas, aber es lässt sich nicht ändern. So, da kommt jetzt gleich wieder der üble Kampf. Das heißt dann. Willst du nochmal den Lukas heilen wollen? Oder? Kannst du mal versuchen. Aber es ist mit 5 ist es schon echt übel, aber laut den Ringen, die ich kenne. Ja, wir haben es ja schon versucht, ihn zu heilen. Ich kann es nochmal... Einen Tonic probieren. Talent anwenden. Heilen Wunden. Eikes. Ist noch nicht genug. Du kannst du nicht Zauber heilen? Zauber sprechen. Balsam Salamunde, war das? Ja, welcher Held soll anwenden? Tonic. Heilung. Ja. Balsam auf Leikes. Wie viel AE? Überfordert. 5. Hört mal grad. Nichts tun. Ja, nee, 5 ist zu wenig. 10? 10. Dann von 25. Ja. Guck mal, wie viel er jetzt hat. Ja. 29. Er hat direkt umgewandelt, 1:1. Das ist okay. Aber wir müssen ja auch erstmal lernen, wie die Heilsprüche gehen. Also ich meine, hier steht nichts drin. Dann deswegen habe ich es halt mal gerade. Du willst nochmal ein Safe State? So, und dann drauf und tot. Des Gegners. Er hat es überlebt. Bald, da sind die. So, das ist Tank. Tank senkrecht hoch. Oder? Dahin. Und dann kann er? Nee, sichern. Abwarten. 7! Hat aber einen Patzer. Ah! Das war wieder, ich sag, die Farbkodierung ist so. Ja, grün ist der Gegner, kriegt Schaden, ja, rot genau. Ist, wir kriegen Schaden. Ja, es ist einfach kompliziert, ja. Mein Hirn sagt einfach, wenn da eine 7 steht und der Gegner schlägt zu, ist es einfach. Er greift den Zwerg an. Gut, er hat die Kettenhemd, also mit dem größten Panzer. So, ich würde eins nach zum Dennis gehen und feuern nach oben.
7 Schaden. Very nice, dann können wir nicht. Und den räumen wir als nächstes ab. Achtung, Dennis. Gut gemacht. Ja. Dahin? Oben drüber bitte, weil du die Bogenschützenwitze ja. frei waren. Dahin, ja. Angriff. Ja. Normal. Der Tank. So, Atroxis. So. Den würde ich 3 nach hier unten ziehen. Weil dann, nee, in das andere, weil dann könntest du den bei mir da oben an, der hat schon 7 Schaden gekriegt. Weißt du, der da, ja. Weißt du, dann könnten wir den zuerst abräumen. Okay, das heißt, du möchtest hier angreifen. Ja. Und nicht treffen. Ja. So, der, erstmal einen Schritt zurück. Sichern? Nee, das bringt ja nichts. Der folgt mir. Jetzt würde ich Magie anwenden. Irgendwo. Achso, in dem Kampf, ja, hast du recht. Ja. Also ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen. Dass ich nicht direkt vor ihm stehe. Ändert nichts. Ändert nichts? Nö. Bist du sicher? Ja. Und er läuft. Du musst ja innerhalb dieser Runde kannst du dich bewegen und angreifen. Und er halt auch. Zaubern. Nee. Nicht angreifen. Zaubern. Ja. Kampf Fulmen oder Ignifactius? Fulmen. Zauber misslungen. Sag nicht, ich bin schuld. Du hast so schlechte Welt. Irgendjemand macht 2 Schaden. Ich habe noch nicht gesehen, wer. Das ist egal. Ich habe gerade geblödelt, Dennis. Da muss man ich jetzt mal durch. Ich bin im Kampf. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht blödeln. Ja, ist klar. Ja, der eine der geneigten Zuschauer, eine der Spielmechaniken in dem Spiel ist, dass du natürlich eine Waffe hast und mit der Waffe den Gegner abwehren kannst. Mhm. Die sogenannte Parade. Und das Gute ist, wenn du ein Schild hast, dann kannst du mit diesem Schild auch den Gegner abwehren. Also nimmst du nicht deine Waffenparade, sondern ich würde 1 hoch, 1 runter und auf den vom Dennis schießen. Da. Ja. Und mit dem Schild, wenn du etwas weiter ausgebildet bist, kannst du sogar mehrere Leute parieren. Und deswegen machen Schilde immer sehr viel Sinn. Ich bin auch jemand, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch erzählt, ich gehe immer eher auf Schild als auf Zweihänder. Ich stelle mir immer vor, ich wäre der Kämpfer. Da würde ich mir auch die Frage stellen, willst du eher zerhackt werden und kannst dafür den Gegner zerhacken? Oder überlebst du und brauchst ein bisschen länger, um mitzuzagen. Ich bin da eher egoistisch veranlagt. Ich sage mir immer, so ein Kampf überleben ist schon gar nicht schlecht. Ich könnte einen Duplikatus-Zauber machen. Du kannst ihm einfach nochmal einen Fulmen in die Presse sammeln. Könnte ich auch machen. Ja, mach. Aber ich könnte auch einen Duplikatus machen. Kannst du machen, das bringt dir nichts. Bist einfach noch mehrmals da. Das dürfte dem Gegner zu schaffen machen. Ich wollte eigentlich nicht ständig in die Fresse kriegen, Hagen. Ich weiß nicht. Ich weiß, bei dir ist es normal, aber. Was ein Quatsch. Ah, ich hakel hier irgendwo. Ich hakel an dir. Du hast dein Kabel da um mich gewickelt. Ich sitze ruhig. Du bewegst dich die ganze Zeit. Ich würde mich nie bewegen. Das sieht man hier. Im Kampf bewegt sich auch nichts hier. Das habe ich ganz verwickelt. Nimm mal dein Kabel da gerade raus. Unglaublich hier. Das wird so nichts. Du hast heute Hummeln im Hintergrund. Ketten hängt um. So.